Leute. Ja, wie gesagt, die Season für Therios Beyond Death ist ja schon vorbei, steht das neue ja schon vor der Tür. Oder ist sogar schon rum, wenn das Video online geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich hier noch einen Theros Jenseits des Todes, leider in Deutsch. Aber das lag bei uns noch einzeln im Laden rum, da habe ich gesagt, hier komm. Nimm mein Geld, ich nehme das Booster, ich möchte Videos drehen. Um des Verrats, 4 Mana Hexerei, übernimm die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges, sie wird enttappt, erhält Eile und man erfällt sich 1 machen, gute Karte. Altar des Pantheons, 3 Mana Artefakt, der gibt für jede, also er hat praktisch jede Farbe, nur halt für Devotion, für Hingabe. Man kann Etappen, um einen Mana beliebiger Farbe zu machen. Wenn man einen Gott, einen Halbgott oder eine legendäre Verzauberung kontrolliert, erhält man einen Lebenspunkt dazu. Ehrfurcht gebieten. 4 Mana verhindere allen Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt würde. Außer Kampfschaden von Verzauberten oder Verzauberungskreaturen. Hellsicht 2. Ich finde es mal noch witzig, dass Hellsicht mittlerweile so eine riesen Fähigkeit geworden ist. Sonnenmähen Pegasus, den hatten wir irgendwann mal im Pre-Release. Den kann ich mir nämlich noch richtig erinnern, weil ich fand den so hübsch. 4 Mana, 2, 3 Fliegen, für 2 Mana kriegt er Lifelink und Vigilance. Wachsamkeit. Flammenorakel, du bist sauhübsch. 2 Mana, 2, 2 für ein rotes und farbloses kriegt das Flammenorakel plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Falls eine Kreatur, die in diesem Zug von einem Flammenorakel Schaden zugefügt wurde, sterben würde, wird sie das nächste geschickt. Ziemlich cool. Gabe der Stärke, 2 Mana plus 3 plus 2 und Reichweite. Leoniden des verlorenen Rudels. Oh mein Gott, wie traurig. Black Panther is searching for you. 2 Mana 3-1. Und wenn sie sterben, schicke eine Karte aus einem Friedhof ins Exil. Umklammerung des Sumpfes. 2 Mana, eine verzauberte Kreatur plus 3 plus 3. Ja, soviel zu den Leoniden. Springflut Schildkröte. 2 Mana 0-5. Aufblitzen Verteidiger. Richtig nice. Alter, Springflutschildkröte. Wow. Verwirrter Zyklop, 4 Mana 4-4 Reichweite. Immer wenn 2 oder mehr Kreaturen, die ein Gegner kontrolliert, angreifen, kann der Zyklop nicht blocken. Wow. Weil er nicht weiß, was er blocken soll. Uff. Groll der Meeresgöttin. 6 Mana Hexerei. Bringe bis zu 3 Kreaturen und oder Verzauberung deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Evangelist der Morgenröte, 3 Mana 2, 3. Immer wenn eine Kreatur stirbt, falls eine Aura, die du kontrolliert hast. Okay, falls die Kreatur verzaubert war, das wäre vielleicht besser, mit einer Aura verzaubert war, bring die, eine Kreatur mit unbewahrten Mana Kosten 2 oder weniger aus dem Friedhof die Hand zurück. Okay, 3 Mana 2, 3, Verzauberungskreatur. Ja. Die Karte ist angedatscht. Im Booster, Wizard. Hüterin der Gefesselten, 3 Mana 4-4, Trampel, Minotauro, Krieger, cool. Trampel und kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Das ist okay. Und Prophoros, der Bronzeblütige. Wow. 5 Mana 7-6, unzerstörbar. Solange die Hingabe zu Rot weniger als 5 ist, ist es keine Kreatur. Andere Kreaturen, die man kontrolliert, haben Eile. Und für 3 Mana kann man eine rote Kreatur oder Artefaktkreatur aus der Hand ins Spiel bringen und am Ende des Endsegments opfern. Die Kreatur kriegt keine Eile. Das sehe ich jetzt erst. Die Kreatur kriegt keine Eile. Wie scheiße der ist. Wow, ja hier, Sumpf, Ziege, genauso fühle ich mich gerade. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Double XL. Ciao, ciao.